Willkommen zur dritten Videokonferenz, heute mit Hanno und Markus. Ich möchte euch herzlich dazu begrüßen und mich bedanken dafür, dass ihr uns wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Die erste Frage, die sich so aufgedrängt hat im Chat, ist: Was ist der Unterschied zwischen Amateurfunk und CB-Funk? Würdet ihr mir das bitte erklären? Hallo, das ist, glaube ich, ich kann es noch mal ganz kurz aus meiner Laiensicht erklären, als Freifunker quasi. Und zwar, ich fange mit dem CB-Funk mal an. Das ist halt ein Frequenz. Hier. So, der für jedermann freigegeben ist. Dazu müssen aber die Geräte auch zugelassen sein. Ja, die haben dann so einen Poststempel drauf. Und das sind Frequenzen um die 27 MHz, 80 Kanäle, die wir nutzen dürfen hier in Deutschland. Da gibt es halt eine ganze Ecke Geräte zu kaufen, haben eine bestimmte Leistungsbegrenzung. Die Leistungsgrenze liegt bei 4 Watt, beziehungsweise 12 Watt bei SSB. Und darüber sollte man halt auch einfach nicht hinausgehen. Manchmal kann man da ein bisschen schummeln, das ist wie mit der Toleranzgrenze beim Auto war oder beim Moped, da muss man manchmal ein bisschen mogeln, aber im Grunde genommen reicht es aus, wenn man sich so eine 4-Watt-Kiste holt. Ab 50 Euro geht das los und da kann jeder mit beginnen. Zum Freifunk gehören auch 6 Freenet-Kanäle. Freenet ist ein Frequenzbereich um 149 MHz rum, 6 Kanäle aufgeteilt. Und dazu zählt auch PMR, 16 Kanäle, 446 MHz. Jede Frequenz hat seine Vor- und Nachteile, wobei die größten Nachteile bei Freenet und PMR eben einfach sind, dass man nur Geräte kaufen und benutzen darf, also kaufen schon, aber benutzen darf, mit einer gewissen Leistungsbegrenzung von 1 Watt bei Freenet und 0,5 Watt bei PMR. Das schränkt die Nutzung doch etwas ein, weshalb wir auch von uns aus gesagt haben, wir gehen auf CB-Funk. Das ist redundanter, das ist weiter verbreitet. Damit erreicht man doch potenziell mehr Leute mit CB-Funk. Und wenn man es ein bisschen klug anstellt, ein bisschen probieren, kommt man da auch auf ganz gute Reichweiten. So um die 40 Kilometer ist machbar auf jeden Fall, mit legalem Equipment. Ja. Und zum Amateurfunk kann jetzt mal Hanno was sagen. Das ist das, wo ich mich nicht dran traue, weil ich bin als Freifunker einfach auch frei. Aber Amateurfunk hat sehr, sehr viele Vorteile, wobei ich halt für mich jetzt gesehen habe, dass man als Amateurfunker auch selbst dann nicht CB-Funk-Kanäle zweckentfremden darf, beziehungsweise auch keine Amateurfunkgeräte für den CB-Funk nutzen darf, soweit ich es verstanden habe. Also so sind es ja zwei Welten. Und sicher ist sehr spannend. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, beziehungsweise geht es doch sehr in den Hobbybereich. Ja. Aber da würde ich da das Mikrofon zurück zu Hanno geben. Ja, okay. Ja, pass auf. Der Amateurfunk ist Experimentalfunk, wenn man so will. Also es soll, man soll irgendwie, kann, darf irgendwie seine Funkgeräte selbst bauen. Dafür braucht es natürlich irgendwie sozusagen eine Einweisung, von wegen, wo darf man senden, wo nicht, mit wie viel Watt, was sind die Gefährdungen für die Umwelt, all diese Regelungen, Gesetze und so weiter. Und dafür gibt es praktisch wie bei einer Fahrschulprüfung so eine Art theoretische Prüfung, wo diese Rahmenbedingungen abgefragt werden, weil du kannst Leute nicht mit 750 Watt auf die Wellen schicken, ohne eine einzige, und da sagen, ja, wir verlassen uns euch jetzt drauf, dass ihr das alles könnt, sondern das wird vorher geprüft. Und das heißt, du musst eine Prüfung ablegen dafür, die musst du bestehen. Und damit hast du sozusagen der Allgemeinheit, also in dem Fall der Gemeinschaft, ich will jetzt gar nicht sagen dem Staat, sondern das ist durchaus eine sinnvolle Geschichte, weil diese Funkergemeinschaft checkt, ob du die Verkehrsregeln beherrscht, genauso wie beim Autofahren, wie bei einer Fahrschulprüfung. Du bist dabei noch kein super Fahrer, aber du weißt zum Beispiel die Regeln und du hast sie gelernt, du hast gezeigt, dass du sie gelernt hast, dass du sie verstanden hast und dann kann man dich irgendwie loslassen und dann kann man dich praktisch mit stärkeren Geräten drauflassen. So, und es ist zum Beispiel so, dass du beim CB-Funkgerät überhaupt nichts voraussetzt.
Das heißt, selbst ein fünfjähriges Kind kann so ein CB-Funkgerät in die Hand nehmen, kann das anschließen. Im schlimmsten Fall macht es das kaputt. Aber es kann niemals irgendwie hingehen und irgendwo ernsthaft Schaden an irgendwie, also ich meine, das ist ja ganze Infrastruktur, und an dieser Infrastruktur irgendwo Schaden anrichten, weil es hat diese 80 Kanäle, die kann keine Kanäle irgendwie umstellen mit Frequenzen, die sind alle festgelegt. Du hast eine 4 Watt, da kannst du nicht drüber. Und deswegen hat die Lizenz, es gibt auch eine Lizenz, aber das Gerät hat die Lizenz. Beim Amateurfunk hat das Gerät keine Lizenz, sondern der Benutzer hat eine Lizenz. Das ist eigentlich der große Unterschied. Das heißt, deswegen ist es ja auch für CB-Funk untersagt. Klammert, ich habe gerade. Dazu noch kurz ein Einwurf von mir. Entschuldigung. Amateurfunk ist ja eine Dienstleistung, ein Dienst, den man nutzt, bei dem man sich registriert und anmeldet. Und bei CB-Funk ist es halt nicht so. Das ist halt kein Dienst. Das ist halt wirklich eine Technik. Ja, das ist im Prinzip auch ein Dienst, an dem du teilnimmst. In dem Augenblick, wo du dir so ein Gerät kaufst und das Ding anschließt, dass das Gerät nimmt an diesem Dienst teil. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt, es gibt andere Kaufdienste, wie zum Beispiel Behördenfunk oder Betriebsfunk, und da gibt es dann auch Genehmigungen und genehmigte Geräte, und die sind genauso wie CB. Das heißt, du kaufst dir praktisch so ein genehmigtes Gerät, und dieses Gerät nimmt an einem Dienst teil, und jedes CB-Gerät nimmt an diesem Dienst teil und muss dafür eine Prüfung ablegen, ob das technisch dafür geeignet ist oder nicht. Deswegen gibt es Geräte, die dafür zugelassen sind, und Geräte, die nicht zugelassen sind. Zum Beispiel die Amateurfunkgeräte sind normalerweise nicht zugelassen, weil man da reingehen kann und andere Frequenzen einstellen kann. So, nun kannst du natürlich bei einem Funkamateur sagen, ja, der weiß, was er tut. Theoretisch könnte man sagen, ja, dann darf man mit diesen Geräten drauf teilnehmen, aber damit da kein Gezanke anfängt, so von wegen, ich bin Funkamateur und ich gehe hier irgendwie mit meinen tollen Geräten rein und du musst dich mit den Kaufgeräten begnügen. Deswegen ist das eigentlich so geregelt, dass man dann sagt, okay, für CB-Geräte und Amateurfunkgeräte, für Amateurfunkgeräte hören darf man natürlich irgendwie mit dem Amateurfunkgerät problemlos. So. Wie die Realität aussieht, ist natürlich noch eine andere Sache. Ob sich alle Leute wirklich immer hundertprozentig dran halten, das ist schwer zu bezweifeln. Also meiner Erfahrung nach nicht. Aber wo kein Kläger ist, ist kein Richter, wie es so schön heißt. Und es wird irgendwie normalerweise, regelt sich der CB-Funk mehr oder weniger selbst. Das heißt, es war früher mal die Post, die dafür zuständig ist. Heute ist es sie nicht mehr. Das ist jetzt die Bundesnetzagentur, und die haben wahrlich wichtigere Dinge zu tun, als sich um das CB-Funk-Kram zu kümmern. Insofern, wenn man die nicht mit der, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier einen massiven Störer auf dem CB-Bereich und der geht hier mit 1000 Watt raus oder mit, ja, und der macht irgendwie allen Leuten das Hobby kaputt, dann kann man den irgendwie sozusagen melden bei der Bundesnetzagentur und sagen, okay, kümmert euch drum, weil irgendwie ich kann da nichts mehr machen, und die ganze Stadt ist lahmgelegt durch diesen Idioten. So, und an der Stelle würden sie dann auch eingreifen. So, aber irgendwie vorher eigentlich nicht, und normalerweise ist man ja erwachsen genug, dass man damit klarkommt. Also es gibt eigentlich keine Aufpasser auf dem CB, außer die Gemeinschaft selbst, und wir achten eigentlich alle darauf, dass das irgendwie klappt, und wir lassen leben und leben und leben lassen, wie es so schön heißt, und das heißt, ja, das wird sicherlich irgendwie Leute geben, auch es wird auch CB, reine CB-Funker geben, die mit Amateurfunkgeräten teilnehmen. Das wird mit Sicherheit auch passieren, genauso wie das irgendwie bei PMR passiert oder bei Freenet. Aber das kann eben schief gehen. So, der große Unterschied ist, wenn du das als CB-Funker machst, also praktisch mit so einem Gerät teilnimmst, dann und dass du wirst angezeigt und es wird dir nachgewiesen, dass das ist. Und die Leute kommen und machen eine Hausdurchsuchung. Dann bringen sie dann die Polizei mit. Die Polizei ist nicht kompetent, aber die wird dann sozusagen mitgenommen, weil die dann irgendwie so eine Hausdurchsuchung und so macht. Dann geht dann die Bundesnetzagentur rein, findet diese Geräte, stellt fest, mit diesen Geräten ist gesendet worden, das kann man machen, weil die irgendwie eine bestimmte, also sie können nicht so einmessen, dass sie sagen, okay, das ist jetzt das Gerät, das ist jetzt zum Beispiel ein ICOM-Gerät oder ein IAISO, weil die haben bestimmte Eigenschaften, die können sie messen. So, dann können sie sagen, okay, du hast hier so ein Gerät, du hast damit gesendet, wir haben dich hier drin, wir haben deine Sprachaufnahme, und dieses Gerät also du darfst das ja besitzen, aber du bist damit auf Sendung gegangen, es wird jetzt eingezogen. Und dann ist es weg.
ist es einfach weg. So, und das ist natürlich irgendwie immer ein Risiko, immer ein Damoklesschwert, dass du als freier Funker oder als unlizenzierter Funker, ich weiß nicht, frei sind die Leute, die eine Lizenz haben auch, aber vielleicht sogar noch mehr. Aber das ist eben praktisch dieses Damoklesschwert, dass die Sachen einfach weggenommen werden können. Und das kommt dann auch nicht zurück. So, und bei einem Funkamateur sieht das anders aus. Da gibt es erstmal eine Verwarnung, dann gibt es eine Strafzahlung, dann wird diskutiert, ob du sozusagen nicht geeignet bist für den Amateurfunkdienst. Dann kann dir sozusagen die Amateurfunklizenz wird dir niemals aberkannt, aber die Sendeerlaubnis kann dir entzogen werden. Und dann, wenn du dann nochmal auf Sendung gehst mit deinen Geräten, dann bist du auf demselben Stand wie ein CB-Funker. Und das ist, also ich empfehle diese Lizenz, selbst wenn man nur CB-Funk macht, weil es einen rechtlich absichert und man hat der in diesem Fall tatsächlich dem Staat, also der staatlichen Gewalt gezeigt, dass man damit eigentlich umgehen kann. Und das heißt, dass man ein Erwachsener ist, dass man weiß, was man tut. Und das heißt nicht, dass ein Funkamateur mehr Ahnung hat, aber er hat das einfach nachgewiesen. So wie in der Fahrschulprüfung. Er muss nicht fahren können, aber er hat diese blöde Prüfung abgelegt. Und es gibt sicherlich Radfahrer, die besser fahren als er. Also zu den Regeln sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, seitdem ich letztes Jahr wieder eingestiegen bin in den CB-Funk, nachdem ich bestimmt 15 Jahre lang seit meiner Jugend nichts mehr gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es auf jeden Fall eine Aktivität gibt und die Funker erziehen sich auch ein bisschen selber gegenseitig. Also man hat dann doch ein bisschen Interesse, man kriegt auch ein bisschen gesagt, so ein bisschen, ja, man muss das so sagen, man muss das so sagen und man hat sogar Glück, manchmal gibt es auch örtliche Abendrunden, die auch sogar in DX-Clubs sind oder in Funkerclubs, die lokal sich befinden. Und da kann man dann auch mit einer Anmeldung auch Leute kennenlernen oder man kann einfach mal auch zwischen Field Days gehen. Und ich habe auch einfach für die Erfahrung gemacht, dass die CB-Funker unter sich einfach auch eine sehr, das gibt eine gewisse Funkdisziplin, die unausgesprochene, finde ich. Also man verhält sich wirklich total fair auf dem CB-Band, zumindest das, was ich so mitbekommen habe. Und das macht dadurch auch ein bisschen Spaß, weil im Endeffekt, man hat nicht dieses Gefühl, man muss sich jetzt an diese an irgendwelche angestaubten Regeln halten, nach dem Motto Rufzeichen ansagen erstmal und irgendwelche Abkürzungen, sondern man geht da relativ locker rein und kriegt dann auch einfach mit, wie so ein bisschen der Sprachgebrauch ist und dann passt man sich ganz leicht an die Zivilfunk. Macht wirklich Spaß und deswegen da auch keine Scheu, mal einfach zwischenzurufen. Ich habe einfach das die Erfahrung, dass es doch schon gewisse, dass man dann ganz gewissen Umgang einfach auch so verinnerlicht beim CB-Funk. Ja. So, ihr Lieben, ich habe auch schon ganz viel von PMR gehört. Ich denke mal, das sind diese berühmten Handquetschen. Und mich interessiert es, wofür ist das die Abkürzung und wie viel kann man damit erreichen? Also, wenn ich übernehme das mal, irgendwie, das ist Personal Mobile Radio, das steht also für persönliches mobiles Radio, also wegen Handquetsche auf Hochdeutsch. Und das heißt, du kannst das Ding am Mann tragen und kannst damit auf Sportveranstaltungen gehen, irgendwie deine Kinder zum Bäcker schicken oder sowas. Das ist irgendwie eigentlich gedacht für eine Entfernung zwischen 500 und 2000 Meter. Sendet im UHF-Bereich, also 446 MHz, ist damit in der Stadt, wird es eher reflektiert von den Häusern und nicht so viel absorbiert, wie sagen wir mal Freenet. In der Stadt ist Freenet sozusagen unterlegen und PMR ist überlegen. Auf dem Land ist es umgekehrt, da dieses PMR sehr stark von Laub und Bäumen und Natur gedämpft wird, was Freenet zum Beispiel nicht wird. Deswegen ist Freenet auf dem Land beliebter. Aber du hast eben nur 6 Kanäle bei Freenet, du hast 16 Kanäle oder sogar Digitalkanäle in 32, dann kann man das noch irgendwie halbe Kanäle machen oder so. Naja, jedenfalls, wozu das gedacht ist, ist ein kleiner persönlicher Funkkram, das, was früher Walkie-Talkies waren. Man geht zum Kinderspielen und spielt Verstecken oder Räuber und Gendarmen oder du hast eine Fahrradgruppe und vorne ist einer mit einem PMR-Gerät und hinten einer und wenn jemand hinten eine Panne hat, dann kann das nach vorne gemeldet werden. Solche Sachen, dafür ist das eigentlich gedacht. Und wofür Leute das denken, dass sie es benutzen können, das ist sowas wie CB und CB ist eben für die Abdeckung einer Stadt gedacht, also so 25 bis 30 Kilometer etwa.
Und das Tatsache ist, du kannst natürlich diese Strecke auch mit PMR und mit Freenet erreichen, wenn du Sichtlinie funkst, also von Hügelspitze zu Hügelspitze oder von einem hohen Punkt irgendwie ins Tal runter oder einfach von zwei flachen Hügeln und da ist nichts dazwischen, dann geht das auch. Ne? So, und da kannst du dann irgendwie locker deine 27 Kilometer machen, ob du nur ein halbes Watt hast, ein Watt oder vier Watt, spielt da gar keine Rolle. Also PMR hat irgendwie ein halbes Watt, Freenet hat jetzt ein Watt maximal und CB hat vier. So, insgesamt haben diese Wellen alle unterschiedliche Eigenschaften und PMR ist eben diese Sache. Das Schöne ist, dass die Antennen dadurch, die sind sehr extrem kurz, die sind so klein. Also ein PMR-Gerät passt im Prinzip mit deiner Hand in deine Hosentasche und das wird ein CB-Funkgerät nicht passen. So, Markus? Ja, vielen Dank für die Erklärung. Dankeschön. Ja. Ja. Markus, hast du da auch noch was zu sagen? Ja, genau. Also wir wollen natürlich jetzt keinen hier auf den verlockenden Pfad führen, was wirklich möglich ist mit den Frequenzen. Weil das Ding ist, es haben sich ja doch diese China-Dinger verbreitet. Ne? Diese eben die 30-Euro-Funken, die es bei Amazon manchmal sogar für 20, 16 Euro gibt, die man dann frei programmieren kann. Ich nenne jetzt keine Namen. Die können dann auch bis zu 5 Watt raushauen. Das Verlockende dabei ist, wenn man da wirklich mal eine Stabantenne ranmacht, eine Mobilantenne, so eine Magnetfußantenne oder was, oder eine kleine Fiberglasantenne, die einen halben Meter gerade mal lang ist, dann erreicht man die ähnliche Reichweiten spielend leicht wie mit CB. Und das ist halt das Gefährliche daran. Das geht, wenn man wirklich eine kleine lokale Gruppe ist, glaube ich, wo weit und breit nicht los ist, wo nicht ist, ja. Da kann man das machen, da kann man sich, sag ich mal, in so einem eingeschworenen Kreis vielleicht daran bedienen, wenn man doch, sag ich mal, seinen Schutzmann kennt, ja, seinen Schutzbefohlenen im Dorf sozusagen. Und da ist es vielleicht für die Krisenkommunikation ganz gut, weil die Dinger auch recht leistungsfähig sind. Aber wir haben das getestet, wir haben wirklich gute Ergebnisse damit erzielt, wir haben sogar gute Ergebnisse nur mit der Handantenne erzielt, also sprich, ohne Feststationsantenne, einfach nur eine Handantenne an das Handfunkgerät, an das entsprechend frei programmierte Handfunkgerät und dann sind wir losgelaufen und haben wirklich bis zu 6 Kilometer weit funken können. Und das war das im Flachland bebaut, mit Wald dazwischen, ohne Hügel und nichts. Also wir sind halt relativ topografisch schwierig gelegen, funktechnisch. Und das hat funktioniert. Ja, auf Freenet, wohlgemerkt. PMR nicht, ja. Hat keine Chance. PMR haben wir mal beim Autokursor genutzt, das war ganz witzig. Einer vorne, einer in der Mitte, einer hinten. Na, in der Mitte hat ein Pate Paula gemacht, wenn es um die Ecke ging, dann musste man noch ein bisschen warten, bis man wieder kommunizieren konnte, gerade wo der Autokurser mal länger wurde. Aber also das ist wirklich, wie Johannes schon sagt, was für die Koordination ist wunderbar, weil die Dinger echt klein, leicht, günstig sind, perfekt auch für die Gruppe, für den Waldspaziergang. Wir waren letztens zelten, da hat jeder so ein Ding mitgehabt, wir haben die Kinder damit losgeschickt, hier, da drückt er drauf, wenn was ist, ruft er einfach, wir haben unsere Station da angemacht, auf Empfang gehalten und dann konnten wir sofort die Kids hören, wenn irgendwas war. Das war echt cool. Also dafür sind die Dinge echt gut geeignet und ich finde so ein Teil, egal ob jetzt, also natürlich besser als so ein T-Com Duo zum Beispiel, so ein legales, ist natürlich, ne, gehört in jede Notfalltasche. Also wirklich in jeden Rucksack, in jeden Kofferraum gehört so ein kleines Freenet PMR-Funkgerät. Na, das ist wirklich relativ. Da entladen sich die Akkus auch nicht so schnell, sind Lithium-Akkus drin und da hat man keine Hudelei mit irgendwelchen Batteriekästen, wo ich auch ganz kurz noch schnell noch was dazu sage zu CB-Funk-Handfunkgeräten. Ich bin also ein ganz großer Fan von CB-Handfunkgeräten, das wisst ihr ja alle. Und ich führe meine QSOs auch wirklich erfolgreich mit meiner Handfunke an einer ganz großen Vektor 4000 Stationsantenne mit einem 23 Meter Kabel dazwischen. Die geht ein bisschen mehr von der Power, das ist so ein kleines Geheimnis von dem Ding, aber grundsätzlich geht es auch prima, wenn man das entsprechend ausbaut. Und es gibt auch Handfunken, die passen in die Tasche. Dazu zählt die President Randy 3, dazu zählt die TTI TCB 100. Die sind relativ klein, die passen auch in die Tasche, aber da muss man dazu sagen, die Antennen, die da mitgeliefert werden, ja, die sind nicht der Bringer. Also so bis 2-3 Kilometer kommt man damit schon mal weit im Flachland. Wir haben das geschafft mit CB-Handfunkgeräten, die 4, 5, 6 Watt können.
mit 50 cm Highflex-Antennen haben wir bis zu 6-7 Kilometer geschafft im Flachland, im Garten. Also nicht irgendwie jetzt hier oberkünftig, ist irgendwie auf dem Hochturm oder auf dem Hochhaus oder auf dem Berg. Das geht damit auch, wenn die Dinger genug Power haben. Aber meistens haben die im Akkubetrieb noch weniger Power, da regeln die runter. Gerade das bei der TTI der Fall, bei der President Randy kann man ein bisschen nachjustieren, glaube ich, habe ich gelesen, aber ich habe es selbst nicht. Ja, und das so viel zu meinen Erfahrungen nochmal kurz angeschnitten, weil du Handfunkgeräte ansprichst. Also man kann auch mit CB-Handfunkgeräten auch durchaus, ist man QAV, zu Hause dann an einer großen Antenne ist man dann genauso gut unterwegs. Aber handlicher sind natürlich für den Waldgang, sage ich mal, sind das diese Freenet-PMR-Funkgeräte und für den Notfall natürlich. Ja, genau. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Danke. Ja. Antennen wären. Ja. Und da wäre es schön, wenn ihr die Vielfalt der Antennen noch einmal darbieten würdet. Da sind immer so viele Fragen dazu. Ja, da gibt es ja von bis, aber das ist ja vom höchsten Interesse. Also, bei Antennen, das gibt Bücher, die sind so dick für Antennen und davon gibt es sehr, sehr viele. Es gibt so viele Antennen wie Sand am Meer und jede Antenne hat seine Vor- und Nachteile. Wir können aber grundsätzlich sagen, es gibt drei grundsätzliche Antennen. Das eine ist eine Handantenne, also für persönliche Antenne, mit der man durch die Gegend läuft. Das ist meistens ein einfacher Stab oder so etwas oder eben so ein kleiner Stummel oder so ein diese Gummiantennen, die man biegen kann und die irgendwie so gewickelt sind da drin. Ne? Das sind die persönlichen, das ist Nummer eins. Nummer zwei sind die mobilen Antennen, die man auf ein Auto draufbringt, mit dem man dann durch die Gegend fährt. Sind dann natürlich besser, also das wird jetzt irgendwie immer besser. Und dann sind das dritte die Stationsantennen, die man hat, wenn man ein Haus hat oder eine Station, selbst wenn es eine improvisierte Station ist, auf jeden Fall eine Antenne, die eine richtige Höhe hat, eine richtige Größe, bessere Abstrahlbedingungen, Eigenschaften, überhaupt insgesamt irgendwie halt mehr, ich sage mal, mehr Blech in der Luft hat. Und dieses Blech in der Luft sorgt einerseits für super Empfang und dann auch irgendwie, wenn das gut designt ist, dass das Signal auch richtig rausgeht, also dass sie gut spielt. Und da gibt es eben massive Unterschiede zwischen den Antennen, also einfache Einsteigerantennen für, bei CB ist sind die Preise relativ eng beisammen. Und die Sache ist die, man kann irgendwie für 90 Euro kann man bereits irgendwie so eine A99, so eine Anton 99 von Sirius kaufen oder so. Das ist eine Einsteiger-CB-Stationsantenne. Und du kannst irgendwie einige der teuersten kosten dann irgendwie 170 Euro. Also da ist nicht so ein Riesenunterschied, will ich damit sagen. Ja, das ist alles noch bezahlbar. Aber das Problem ist, du musst dann den Platz haben. Du musst das Ding vernünftig aufstellen. Du musst einen Mast haben. Du musst die Kabel verlegen. Du musst eine vernünftige Erdung herstellen. All solche Sachen kommen dazu. So, bei einer Mobilantenne ist das einfacher. Mobilantenne gehst du los, kaufst du für 30 oder 40 oder 50 Euro, wenn du viel Geld ausgibst. Und das ist ein Magnetfuß. Babst du in der Mitte vom Auto drauf, ziehst das Kabel durch die Tür, steckst das Funkgerät in den Zigarettenanzünder als Stromanschluss, schaltest ein und das Ding ist verfunkt. Das dauert 2 Minuten, weniger, 1 Minute. So eine Minute und du hast ein Auto verfunkt. Du kannst es natürlich auch richtig machen, du kannst eine Antenne da irgendwo anschrauben und einen riesen Aufwand treiben, aber einfach nur im Auto, es funktioniert. Wir haben so ein Auto, ich bin mit so einem Auto durch die Gegend gefahren mit meiner CAT hier und ich hatte so eine ganz kleine blöde Antenne drauf und wir haben ganz locker 30 Kilometer Reichweite da gehabt, mit einer Station natürlich als Gegenteil. So. Und das Letzte sind dann diese Handfunkgeräte. Und die Handfunkgeräte mit den Antennen haben deutlich weniger. Und da hat man eigentlich auch nicht viel mehr zu erwarten als von einem Handfunkgerät, sagen wir mal auf Freenet oder PMR. Das heißt, diese 500 bis 2000 Meter, na, vielleicht schafft er 4 Kilometer. Das Ding ist die Eigenschaften der Antennen machen irgendwie eigentlich alles aus. Die Leistung von dem Funkgerät ist sekundär. Das ist eher die Abdeckung. Das heißt, gibt es irgendwo Löcher? Wie komme ich in die Löcher rein, also in die Sachen, wo ich schlecht bin? Wenn man wenig Leistung hat, kann man da nicht viel machen. Wenn man viel Leistung hat, dann kann man vielleicht noch durch eine Wand durch oder so. Dann hat irgendwie CB
deutlich bessere Eigenschaften, durch Wände durchzugehen, durch Laub, durch irgendwie alles Mögliche. Hat ein bisschen mehr Grundrauschen, weil es Kurzwelle ist. Und je kürzer die Wellen werden, also danach Freenet, danach PMR, desto empfindlicher werden sie gegen Dinge, die sie aufhalten, diese Wellen. Weil je kürzer sie sind, desto eher treten sie in Interaktion mit einem Gebäude zum Beispiel. Und bei PMR sind das schon so kurz die Welle, dass das Gebäude einen großen Teil reflektiert. Und deswegen sind die in der Stadt besser, weil die Energie nicht weggesaugt wird, sondern sie wird reflektiert und dann hast du aber dann Echos drin und so. Also, kurz. Im Amateurfunk benutzen wir statt 10 Meter, also statt der Amateurfunkentsprechung von 11 Meter, also von CB, benutzen wir meistens für mobil 2 Meter. Das heißt, unsere Autos sind alle mit 2 Meter Funkgeräten ausgestattet. Und damit fahren wir durch die Gegend. Die Antennen sind niedlich, die sind nur so groß oder so, die kann man oben raufkleben und dann funktioniert das. Wenn man da natürlich so einen Baufeng oder irgendwie so ein anderes, so eine PMR-Quetsche oder nein, eine Freenet-Quetsche nimmt, die ein legal abnehmbares Antennenteil hat und so ein Teil hat, dann kann man damit sehr gute Wirkung erzielen. Aber du hast nur 1 Watt und damit hast du das Problem, dass du durch Dinge nicht so gut durchdringst. Und das ist Physik. Das heißt, du kannst mit 1 Watt nicht das erreichen, was du mit 4 Watt erreichst. Das geht einfach nicht. Aber du hast, wenn du eine vernünftige Sichtlinie hast oder sowas, ist das genauso gut wie CB-Funk. Und es ist bequemer. So, insofern machen viele Leute das. Und da gebe ich jetzt Markus recht. Aber CB-Funk hat da doch noch andere Möglichkeiten. Also es ist schon überlegen. Aber es hat eben auch mehr Aufwand, was die Antennen angeht. Ja. Wir haben es halt mal so gehandhabt. Bei uns zu Hause nutzen wir CB und unterwegs nutzen wir halt einfach Freenet. So. Und was ich den Antennen noch sagen muss, es gibt mittlerweile auch wieder für Handfunkgeräte im CB-Bereich Teleskopantennen auf dem Markt. Seit kurzem erst wieder, lange Zeit verschwunden. Und die sind wir gerade am Testen. Also einige von uns haben die bei unserer Funkergruppe hier ja auch gekauft, mich eingeschlossen. Und wir wollen die jetzt mal testen gegenüber zum Beispiel der HyFlex. Und so könnte man zum Beispiel wie früher mit so einer 1,30 Meter langen Teleskopantenne doch eine ganz gute Abstrahlung auch mit einem Handfunkgerät mit vielleicht 2-3 Watt erreichen. Genau. Ich hatte meine alte im Albrecht 2100 ist halt abgebrochen, deswegen habe ich eine BNC-Buchse eingebaut und bin jetzt froh, dass es die wieder zu kaufen gibt. Mal gucken, wie gut die sind, ob die Fußpunktspule in den Dingern auch was taugt. Ja. Gut, ja. Aber was bei Antennen auch noch für eine Gattung existiert, auf die ich mich derzeit auch total eingeschossen habe und die auch für Einsteiger extrem interessant ist, sind die Drahtantennen. Ja. Nicht nur, dass man dass ich mal eine selbst gebaut habe, muss es keiner machen, also keiner muss es zu stellen gefordert fühlen, aber es gibt die echt für 20 Euro aufwärts, T2T Chain Master Nachbau gibt es für 50 Euro, ja, hat man quasi das Innenleben von der Chain Master, die eine der Referenzantennen im CB-Bereich darstellt, schon eingekauft und kann die für 50 Euro wirklich überall hinhängen, an dem Holzpfahl, an dem, weiß ich nicht, vom Haus runterhängen lassen, etc. Und hier einer auf YouTube hat die sogar auf eine Angel, hat eine T2RT auf eine 3-Meter-Angel aufs Auto gebaut, ja, und hat damit QSOs geführt. Also irre, man kann doch einfach mal seine alte Angel wieder rauskrabbeln, eine alte Stimmroute. Man und kann noch eine geile Sache machen. Man kann das Ding anbringen an einem Drachen, an einem normalen Steigdrachen, den hochsteigen lassen und da eine lange Zuleitung, eine dünne Zuleitung nehmen für. Und dann ist man unten und funkt man mit einer Antenne, die sagen wir mal 50 oder 60 Meter in der Luft ist. Was meinst du, wie das geht? Das geht super. Und das kann man natürlich auch schön machen. Also da gibt es irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe dieses Problem der Antennen, das habe ich jetzt für mich gelöst. Ich mache ja auch Kurzwelle, was dann irgendwie halt irgendwie mehr Aufwand hat. Und da habe ich mir jetzt gerade irgendwas besorgt, was ich irgendwie ziemlich, jetzt wollte ich mal in die Kamera halten. Das ist ganz nett. Ich hoffe, dass es jetzt nicht auseinanderfällt. Das ist eine HFP1 oder was? Ja, genau. Genau, das ist eine solche Antenne, ist in so einer kleinen Tasche drin und damit kann ich mich zum Beispiel mit dem Fahrrad jetzt so unterwegs sein, kann ich oben eine Pause machen, stelle das Ding innerhalb von 2 Minuten auf, diese Antenne, hole mein Funkgerät raus, stelle mich daneben und funk mit der Welt. So, das geht dann irgendwie
das geht natürlich nur mit Amateurfunk, das ist das Problem. Ne? Und da sind wir wieder Amateurfunk oder CB-Funk, da hat man natürlich dann noch die ganzen anderen Wellen, also zum Beispiel 80-Meter-Welle, so Deutschlandfunk, wenn man so ganz und gar Deutschland abdecken will oder 40 Meter ganz Europa abdecken oder 20 Meter ganze Welt. So. Das sind Sachen, die kann man mit CB natürlich nicht machen, obwohl man mit CB bei einer Überreichweite auch nach Mumbai kommt oder nach Florida. Ah, das ist nicht regelmäßig. Ne? Der lokalen Vernetzung dienlich ist es ja allemal ausreichend, sage ich mal, auf dem CB-Band unterwegs zu sein. Und da wollte ich einfach nochmal den Hinweis geben, es gibt sogar auch Anbieter, der baut Drahtantennen und da kann man sogar die Zuleitungslänge frei bestimmen. Das heißt, man hat auch dieses Kabel-Dilemma, was nehme ich denn für ein Kabel und so, habe ich dann auch nicht mehr. Da kann man gleich die Zuleitung mitbestimmen. Ich weiß gar nicht, Radiobunker heißt der oder so, radiobunker.de. Und und nur mal als Beispiel, also man muss nicht viel Geld ausgeben, um wirklich mal als Einsteiger erstmal was an die Funke ranzumachen, hochzuhängen das Ding und erstmal zu hören. Man muss auch nicht unbedingt als Anfänger das SPR-Meter anpassen, wenn man die wirklich von dem Bastler kauft, der die so anbietet, da kann man davon ausgehen, die passt erstmal so. Ja? Und anders bei einem Hersteller jetzt, bei einer gekauften Antenne aus dem Funkshop, da muss man dann schon manchmal noch gucken, wenn die halt von so einem Volumenhersteller wie Sirio oder so kommt. Ja, ich musste meine Vector 4000 musste ich zweimal aufbauen, hat mir auch ein guter OM gut geholfen dabei. Und sogar meine CB Freenet Mischmasch-Antenne musste ich einstellen. Das ist eine Mobilantenne, die kann CB und Freenet beides quasi gleichzeitig mit einem Duplexer bedienen. Ja, also man kann das auch so ganz experimentell machen, muss man nicht, aber mal so als Experiment habe ich das mal versucht, um herauszufinden, ob das ein brauchbares Szenario für einen Einsteiger wäre, sich einmal so ein Freenet-Gerät und einmal so ein CB-Funkgerät zu holen mit einer Antenne an einem Spreizer dran, keinen Antennenschalter nehmen, weil wenn du Antennenumschalter nimmst, dann kannst du Geräte kaputt machen, kannst du missbauen, aber musst du schon einen Duplexer nehmen. Nee, nur mal so als, abgeschwiffen. Aber Drahtantennen, so als vierte Gattung, die einerseits portabel einsetzbar ist, stationär, ja, mobil halt auf dem Auto, naja, eher nicht. Aber ja, genau. Ja, dann Sache, wenn du zum Beispiel so Game Master nimmst, was irgendwie ja auch eine Drahtantenne eigentlich ist, ne? Die man selbst baut, das ist sozusagen dann schon die Meisterklasse. Aber es gibt auch Einsteigerklassen, das ist die typische T2LT, ne? Oder wie hieß sie? Markus, dein Spezialgebiet. T2LT und T2LT. Die gibt es wirklich für 20 Euro bei eBay und von Selbstbau empfehle ich das Video von Heinz Just Be auf YouTube, der hat gerade eine neueste Version rausgehauen. Sehr, sehr gut. Also die kann man sich aus dem. Ja. Und das ist irgendwie im Prinzip ist das eine einseitige Version von der Bazooka, das ist mein persönlicher Favorit, weil der hat sozusagen einen zweiten Flügel und ich sage, der zweite Flügel wird nicht verbrannt, sondern geht auch mit in die Luft. Man hat ein bisschen mehr Material, ein bisschen mehr Bauaufwand, hat aber doppelt so viel Draht in der Luft und aber dasselbe Prinzip. Und die Dinger, die sind so, wenn man die anschließt, man braucht überhaupt nichts. Man bringt die Dinger in die Luft, die eine wie die andere. Schließt dein Funkgerät an, klick, wenn die vernünftig gebaut ist, dann hat die eine Stehwelle von 1,1 oder sowas, die sind wunderbar. Und dann kann man mit ganz, ganz wenig Geld und ich meine, wie lange braucht man für den Bau von so einer Bazooka oder T2LT? Zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden, wenn man Abiturient ist, ja? Also, halbe Stunde, wenn man ein normaler Mensch ist, zwei Stunden, wenn man Abiturient ist und zwei linke Hände hat, dann braucht man zwei Stunden. Und, oder wärst Student. Ja, genau. Oder Student, genau. So, das ist dann irgendwie, ja. Aber ansonsten irgendwie, ich glaube, wenn man das zweite Mal macht, dann ist es nur noch eine halbe Stunde und wenn man es das dritte Mal macht, ist man in einer Viertelstunde fertig mit dem Ding. Ne? So, aber das erste Mal, ja gut, okay, muss man aber sagen, so, na, rechnet mal zwei Stunden damit, das ist fair. So, also, ja, und dann kann man irgendwie schon losgehen und damit funken und man macht seine Erfahrung, man hat kein Geld ausgegeben. Stell dir vor, du bist Schüler und hast sowieso kein Taschengeld. Ja, und dann kannst du irgendwie ein bisschen Draht kaufen. Du brauchst eine Cola, den Deckel von der Cola-Flasche und da machst du praktisch von der Bazooka zum Beispiel dann irgendwie die Verbindung drin, gießt das mit Heißkleber aus, solche Kleinigkeiten. Ja, und das sind alles so Griffe, da braucht man keine Werkstatt für. Das kann jeder.
in der Küche, der eine Schere hat und ein bisschen Heißkleber und ein bisschen Draht kaufen kann, der kann so eine Antenne bauen, das ist gar kein Problem. Und das heißt, man braucht keine Angst zu haben davor, oh mein Gott, Funk ist so teuer, Funk ist super billig, diese komischen Baufangs kosten 10, 15, 25 Euro, diese kleinen Handfunkquetschen da. Und ein billiges TV-Funkgerät kostet wie viel? 25 Euro oder so hast du mal rausgesucht, ne? Das ist das Billigste. Ja, sagen wir so, es gibt so, ja, also 50 Euro, sag mal, für so eine mobile Kiste. Und wenn man ein bisschen sucht, da kriegt man auch manchmal so für 60, 70 Euro schon Handfunkgeräte, manchmal eine gebrauchte LN42 ja. Oder mein Favorit PNI, rumänischer Nachbau. Und, genau. Aber ja, ich kann doch gerne mal, aber wir können doch gerne mal die Links und vielleicht eine kleine Linksammlung machen zu Drahtantennen, falls es jemand interessiert, weil die Dinger sind echt nicht teuer und da kann man erstmal anfangen. Ja. Also ja, ich habe das Problem zum Beispiel, dass ich hier 50 Kilometer von hier mit einer, wie hieß der weibliche OM? Was sagt man dazu? Nicht ja. OM, sondern der weibliche OM? OM, achso, das ist ein Young Lady, das ist eine YL. Young Lady, genau. Richtig, genau. Da hatte das Problem, sie kommt halt natürlich nur mit ihrer HyFlex BNC Handfunkantenne natürlich nicht die 50 Kilometer zu mir, das ist klar. Nein. Scheut sich aber wahrscheinlich noch eine Antenne zu kaufen, weil ich weiß was. Und da sage ich mir, gib den 20 aus, hol dir eine C2LT, bind die an den Dachkasten vom Haus, schließ die unten an der Terrassendach an und setz dich dann mit dem Stuhl hin. Ja, und dann geht das los. Nimm eine Schnur, bind einen Stein dran, werf das irgendwie hoch. Ja, genau. Zieh das irgendwie, zieh das über einen Ast rüber, sonst was, häng das in den Baum auf. Ein Baum ist, ist der billigste, es stehen überall rum, die Dinger, sind billiger als Masten, ja? Und funktionieren genauso. Ja, mein Gott, dann kommt die Antenne irgendwo gegen. Ach, egal. Mach einfach. Hauptsache, es kommt hoch. So, genau. Und keine Angst haben. CB-Funk ist auch super billig. Überhaupt Funk kann billig sein. Funk kann natürlich auch teurer sein. Wenn man zum Beispiel dieses Ding, das ich eben gezeigt habe, diese Antenne, die ich gekauft habe, die war auch nicht teuer. Die hat wie viel gekostet? 120, 130 Euro oder sowas. Das war also auch nicht, es war auch nicht keine Welten. Ja, es ist auch nicht teurer als eine CB-Funk-Antenne. So. Und dann kann man sich irgendwie sagen, okay, ich will jetzt unterwegs irgendwie die Welt erreichen, dann holt man sich sowas. Und das kann man natürlich auch nur mit der Lizenz machen. Oh, also, ja, ESO, FT817, wa? Ach, er weiß sofort, was das ist. Nein, 818 ist das. 18. Also die kann alles quasi, wa? Die kann CB, Freenet, ja, geil, ja, absolut ja, Traum. Ja, ja. Darf ich aber nicht benutzen, aber ich muss gestehen, das, ich habe mit einer Funke gekauft, die SSB-fähig ist und da die Auswahl sehr, sehr gering ist, musste ich auch etwas ausholen, aber ich sage jetzt dazu nichts weiter. Ah, du hast sie aber sofort erkannt, ja klar, es ist natürlich ein Traum, weil dieses Ding hier ist, also wirklich, ich habe ja dieses Problem, wie alle Funker, dass man dann sagt, okay, was ist denn, wenn ich irgendwie unterwegs bin? Das ist ja schön, wenn man eine schöne Station hat oder sowas, ja, aber wenn ich unterwegs bin, was mache ich? Ich nehme irgendwie so ein Gerät, da gibt es irgendwie verschiedene von, also dieses hier ist jetzt irgendwie eins, mir ist ja eins durch die Lappen gegangen, oder ich habe keine Lust gehabt, mich geschlagen zu gehen, und dann habe ich mir ein bisschen Geld ausgegeben für das Ding. Das ist der Bonus, den man hat, wenn man irgendwie dann lizenziert ist. Wie gesagt, das ist natürlich wie eine theoretische Fahrschulprüfung von der Schwierigkeit her und ist billiger als die theoretische Fahrschulprüfung. Ich glaube, eine theoretische Fahrschulprüfung kostet 100 Euro oder was? Und so eine Funkerprüfung kostet 70 oder 80. Und, aber ich hab gelesen, 20 Wochen Zeit braucht man dafür, ne? Die Kurse? Ist jetzt. Ich hab so Online-Kurs machen wollen und da stand da 20 Wochen. Ja. Was? Ja, das steht auch irgendwie bei der Fahrschulprüfung, steht das auch dabei, dass man da hingehen muss und dann irgendwie bei der Fahrschule dann den Unterricht nehmen und dann muss man da mühselig durchkommen. Das kommt natürlich darauf an, irgendwie, wie man lernen kann, also wie man gelernt, wie gut man sowas aufnehmen kann. Das geht von, ich setze mich hin und mache zwei Wochen die A-Lizenz und mache in diesen zwei Wochen nichts anderes, wirklich gar nichts anderes. Das habe ich gemacht, weil ich hab da vor Corona irgendwie, ich habe Bammel gehabt, dass die das einstellen, dass ich irgendwie Ewigkeiten meinen Schein nicht kriege. Und ich lag richtig. Ach, ich habe gerade als letzter noch diesen verdammten Lappen gekriegt. Und deswegen habe ich mir irgendwie überhaupt angetan. Aber normalerweise wird man diese Zeit
ein bisschen strecken und dann sagt man, okay, ich nehme jetzt mal irgendwie 2-3 Monate und mache jeden Abend, übe ich ein bisschen und nach diesen 2-3 Monaten jeden Abend eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde maximal lernen oder zwischendurch, wenn man mal in der Arbeit ist, man gibt ja so eine kleine App, ja, da kann man dann irgendwie die Dinger irgendwie in der App durchklickern, die Fragen, und dann macht man das für ein Vierteljahr und dann hat man den Stoff drauf. Das ist natürlich einfacher und das kann denn wirklich jeder. Ich glaube nicht, dass es jeder kann in 2 Wochen, aber jeder kann eine verdammte Fahrschulprüfung machen. Jeder kommt da durch und wenn die daneben geht, dann machst du sie halt nochmal. Das ist egal, denn da sagst du eben, oh, okay, hat nicht geklappt, ich komme wieder, keine Frage, ne? Also, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Dann machen wir sie eben nochmal, kostet nochmal 70 Euro oder was. Ja, wenn man das möchte, dann kriegt man das so. Das ist das Ding. Und ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der durchgefallen ist. Gibt es dafür Fragebögen, die wir vielleicht mal veröffentlichen könnten? Was für Fragen da so überhaupt gestellt werden? Eine App, oder? Ah, das ist ein Katalog von insgesamt 1500 für die A und von ungefähr 700 für die E-Lizenz, für die kleine. Für die meisten Leute wird die E-Lizenz völlig reichen. Damit kann man irgendwie im Prinzip das machen, was man bei CB-Funk, also man hat diesen VHF, man hat den UHF-Bereich, man hat den 10-Meter-Bereich und man hat dann noch die 80 Meter unten, also für diesen Deutschlandfunk hat man. Und ich glaube, 15 Meter hat man auch noch. Das ist irgendwie auch ganz hübsch. Das ist irgendwie halt so ein bisschen Kurzwelle, also richtig Kurzwelle. Und jetzt, wo die Sonne aktiver wird, werden diese 15 Meter wahrscheinlich dann auch ziemlich toll werden, selbst für eine E-Lizenz. Also lohnt sich völlig. Man kann jederzeit aufstocken, braucht dann die E-Prüfung. Da macht man nur die A-Fragen hinterher und dann macht man es eben in 2 Etagen und das machen viele Leute. Und mehr ist da eigentlich nicht dran. Und ich würde sagen, das ist wie ein Führerschein. Also du kannst auf die Straße gehen ohne Führerschein. Da hätte ich keiner von ab. Du kannst zu Fuß gehen, kannst mit dem Fahrrad fahren, du kannst mit dem Roller fahren, mit so einem Elektroroller oder so. Du kommst rum, das ist gar kein Problem. Und du schaffst auch deine Strecken. Und wenn du dir wirklich viel Mühe gibst, dann kommst du auch in die nächste Stadt damit. Aber ein Auto und ist an wen, an wen wendet man sich für die Prüfung? Wo, an wen muss ich mich ganz genau wenden? Das ist die Bundesnetzagentur. Und die Bundesnetzagentur, das ist irgendwie halt eine Behörde, die ist so alt wie die Bundesrepublik. Die ist nämlich mitgegründet worden mit der Bundesrepublik. Die ist schon sehr, sehr alt. Und wir haben auch es gibt sogar ein eigenes Gesetz, das Amateurfunkgesetz. Das ist genauso, das war am Anfang in der Gründung bereits mit dabei. Es ist sehr, sehr liberal und sehr im freiheitlichen Gedanken gehalten. Und sollte eigentlich auch Völkerverständigung, solche Sachen machen. Wenn man ja anders als mit CB-Funk tatsächlich regelmäßig rauskommt aus den Grenzen des Landes. Und man spricht dann eben mit, also auf dem 80-Meter-Band mit Schweden, mit Polen, mit Tschechien, mit Frankreich, Spanien. Das ist alles auf dem 80-Meter-Band zu erreichen. Also schon für eine E-Lizenz. Und ansonsten, dann ist man eben weltweit und man ist sofort ein Weltbürger damit. Was wäre denn mit der Idee, dass vielleicht, wenn sich das wirklich mal so ein paar Leute gefunden haben pro Bundesland, dass man vielleicht einen auserkoren lässt, der dann vielleicht für alle mal so ein bisschen eine kleine Lizenz macht und dann vielleicht auch etwas für alle anderen die Völkerverständigung quasi gewährleistet. Muss ja nicht jeder gleich die Lizenz machen. Die Funker insgesamt sind keine, da es gibt keine Landesgrenzen für Funkwellen. Das heißt, das ist von vornherein gleich irgendwie eine globale Sache. Und wenn man dort einsteigt, ist das schon ein tolles Hobby. Das ist anders, wie gesagt, als das Internet. Du bist nicht abhängig von irgendwelchen Konzernen. Du musst nicht irgendwie jeden Monat 40 Euro bezahlen, um irgendwie am Internet teilnehmen zu dürfen. Du musst nicht irgendwie 10 Euro bezahlen für ein verdammtes Telefon, um jemanden anrufen zu dürfen. Das ist wirklich die Grundgeschichte, dass Kommunikation zwischen Menschen frei sein sollte. Und das wird irgendwie repräsentiert eigentlich am besten durch den Funk. Und dafür gibt es natürlich Regeln und an die müssen sich alle halten, genauso im CB-Funk wie im Amateurfunk. Denn die Regeln werden genauso eingehalten im CB, bloß ist es nicht ganz so formal.
Also es, man hat keine Prüfung abgenommen bekommen dafür, aber man wird letztendlich geprüft auch von der Gemeinschaft an der Stelle. So von wegen, genau. Geh doch mal von der Taste und mach mal nicht so lange Durchgänge und melde dich doch mal rein und wie heißt du eigentlich, wer bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich her und so. Und das sind die Fragen, die sofort kommen und im Amateurfunk kommt genau dieselbe Frage und man kommt genau dieselbe, dasselbe Quatschen auf dem 80-Meter-Band nochmal nur mal reinzuhören. Die Leute klönen da genauso wie auf dem CB-Funk. Genauso. Es ist kein Unterschied. Also das sind, ist eine Gemeinschaft Funker, ob die nun lizenziert sind oder nicht. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Aber Schöne bei einem ist, ja, Markus, wichtig ist, dass man anfängt, dass man reinkommt, dass man irgendwie sagt, oh, das ist kein großes Bohai, sondern ich kaufe mal so ein Ding, ich probiere das aus. Und wenn das nicht klappt, dann frage ich, wieso klappt das nicht? Nicht, das ist alles scheiße, sondern was mache ich falsch? So, und in dem Augenblick, wo man diese Frage stellt, ja, oder was muss ich dazu lernen, damit das vernünftig funktioniert, in dem Augenblick ist man im Hobby. Das ist wirklich so, dass genau das ist der Plan, würde ich sagen, auch der Fahrplan für uns, weil die Erfahrung, die wir da immer wieder machen, dass Leute sagen, so, ich habe mir das Gerät gekauft, habe es aufgebaut, wunderbar funktioniert, aber ey, ich höre gar keinen, sagen wir mal, das Gerät kaputt. Ja, das liegt daran, dass wir noch zu wenige sind. Und vor allem muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass die meisten Hauskanäle sich eben erst abends füllen. Ne? Wenn dann die Frauen dann langsam mal ihre Serie gucken, so, ne? Da gehen die Männer dann halt ans Check. So. Und, ja, aber wir haben aber eine ganze, wir haben auch Frauen irgendwie im Funk und zwar nicht. Ja, ja, wir auch. Wir auch, ja. Also ja, in unserem DX-Club. Die sind irgendwie, die lassen sich das nicht vom, die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen an der Stelle. Also das klar, jetzt, es gibt mehr Männer als Frauen, ganz klar gesagt, aber Frauen reden auch gern. Ach, und das Schöne das ist, dass durch die, also die Erfahrung, die ich da, also beim Zuhören allein schon mache, ist, sobald Frauen mit in der Runde sind und aufgenommen wurden, ist einfach die Stimmung gleich viel lockerer. Ich habe auch das Gefühl, da ist es weniger depressiv, so was die Themen angeht. Ganz ehrlich, ist so, ja. Man wird auch mal ein bisschen missig quatschen. Das ist halt auch das Schöne, ne? Ihr könnt auch noch eine Flirt-Funk-Gruppe machen. Genau, Herzblatt, ja, weißt du, so, genau. Aber weißt du, was ich vielleicht noch ansprechen will? Der Misch Matthias, so, ich kann ja wieder das heißen, der Funkgruppe, hat immer wieder die Dreierregel angesprochen. Die finde ich sehr gut. Wenngleich ich selber auch kaum Zeit habe, mich da eigentlich vor die Funke zu klemmen, alle 3 Stunden. Aber vielleicht sollte man mal vielleicht eine Art Kodex für uns entwickeln, dass uns auch Leute hören, so weißt du? Also, weiß ich nicht. Ja, bei der Gelegenheit möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass gerne die Gruppen weiterverteilt werden an gute Freunde, an Kollegen, an Kumpels, dass das Netz sich füllt, dass sie größer werden. Auch gerne Kooperation mit anderen Funkergruppen, wo gerade vielleicht auch nichts geht, wie man mir erzählt hat. Also so, dass wir mehr werden und dann sollten wir wirklich Zeitpunkte festlegen, wo wir dann, wie nennt ihr das, online gehen? Wie nennt man das denn jetzt? Auf die Welle, ja, dann reiten wir die Welle. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Danke. QRV, genau. Fragt man dann so, ist jemand QRV? Aber normalerweise sagt man ja so allgemeiner Anruf oder so und dann melden sich rein oder ist da jemand? Ich meine, bei CB-Funk kann man eigentlich quatschen, wie der Schnabel gewachsen ist. Ich sage ja, das ist nicht so formal, weil niemand hat eine Ausbildung bekommen. Man kriegt natürlich eine Ausbildung in dem Augenblick, wo man funkt. Das heißt, die Gemeinschaft sorgt dafür, dass man die Regeln lernt. Und ich habe das irgendwie, ich habe es auch nicht in die Wiege gelegt. Bei mir ist es ein Jahr her. Da hat mir irgendwie dann irgendwie einer der Funker, die habe ich eingepeilt mit der Peilantenne. Und da habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Jedenfalls hat er mir ein Funkgerät in die Hand gedrückt und gesagt: So, hier melde ich mal rein. Und ich hatte keine Ahnung. Und dann haben sie mir erstmal beigebracht, wie das geht. Also, wie man sich verhält. Dass man keine langen Durchgänge macht. Dass man von der Taste geht. Dass man einem anderen Redezeit gibt. Und zwar ganz ob. Das ist eine tolle Schule auch für das normale Miteinander, dass man dem anderen Redezeit gibt. Und das muss man Funk ganz bewusst machen, weil man ja, das ist ja ein einseitiges Gespräch. Du drückst auf die Taste und kannst nichts mehr hören. Du musst selbst aufhören. Relais ist ganz interessant. Also ich höre immer gerne auch Relais zu. Durch meine Bauaufhängen bin ich halt auch ein Zuhörer. Ja, und habe ich mir mal ein Relais eingestellt, ein Nahegelegenes.
Und ey, was die da für Durchgänge machen, da muss doch die Endstufe glühen, das ist der Wahnsinn. 2 Minuten länger, da quatschen die da. Und also das ist schon, deswegen muss ich sagen, da ist auf CB, was ich so höre und auch selber durchführe, ein bisschen mehr Disziplin. Da lässt man auch dazwischen mal eine Pause, dass man einer X machen kann oder so. Ja, ja, also die Gemeinschaft erzieht sich da wirklich auch aber auf nette und wirklich sehr freundliche Art und Weise. Keine Angst haben. Keine Angst, ins Gespräch zu kommen. Man wird immer gerne aufgenommen. Und das ist eigentlich so ein Credo. Aufnahme ist auf jeden Fall, wenn man durchkommt, wird man aufgenommen und da kommt man oft ins Gespräch. Das ist das Schöne daran. Also keine Angst, keine Wurst. Ja, und diese Worte möchte ich jetzt gerne nehmen und mich verabschieden für heute. Ich hoffe, die Zuschauer konnten viel mitnehmen von dem, was ihr beide wieder mitgeteilt habt, an Fachwissen. Habt herzlichen Dank dafür. Und dann heißt es, wie machen wir nochmal Schluss irgendwie beim Funken? 73. Und jetzt machen wir Tango, Pankuati, das Tango, genau. Das T heißt irgendwie, wir beenden die Geschichte. Mach ich QAT und Kanal frei. Kanal frei. Und 88. 88. 55, ne? 55, 88 in dem Fall, weil eine Dame anwesend ist, eine Young Lady. Genau. Das sagt man das wirklich immer, auch wenn eine 86 Jahre alte Oma davor sitzt? Ja, ist das, immer. Das Recherchieren überlassen wir dir jetzt mal. Die Männer sind immer Old Men, ist immer OM. Immer OM. Ja, gut, das passt auch ja. Auch wenn er 13 ist, das ist ein OM. Das passt nicht. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. 73.